Warum halte ich Unternehmen, die Solarpanels herstellen, mit Solarenergie Herstellung oder mit alles um Solar Geld verdienen, warum halte ich das für so wahnsinnig wichtig? Warum sollte man in Solarunternehmen investieren? Meiner Meinung nach erstens sehr, sehr nachhaltig. Das heißt, das ist eines der grünsten Aktiengesellschaften, die ich haben kann. Und es ist ein wachstumsstarker Markt. Das sind meine zwei Hauptargumente, die ich Ihnen hier nochmal etwas verdeutlichen möchte. Erstens, Solar nimmt, verringert die Sonnenenergie, wandelt Sonnenenergie um in Strom, den wir dann wieder nutzen. Und das bedeutet, dass wir der Sonne, die ja enorm viel Energie auf die Erde bringt, Stunde für Stunde, Tag für Tag, nimmt hier ein bisschen was weg, denn die Sonnenenergie wärmt den Planeten ja auch auf. Ob wir das machen oder nicht, spielt gar keine Rolle. Die Sonne heizt den Planeten auf. Ohne die wäre es hier wahnsinnig kalt. Und da sich der Planet aufheizt und wir das verringern wollen, ist natürlich super, hier von der Sonnenenergie etwas wegzunehmen. Das ist natürlich ein doppelter Effekt. Ich habe einmal weniger Wärme durch Sonnenlicht, die hier entsteht, und ich stelle den Strom direkt ohne Wärmeerzeugung her. Das ist nämlich auch ganz wichtig. Alle anderen Arten, wie zum Beispiel Kohlekraft, aber auch Atomkraft, stellt ihr erstmal Wärme her, produziert Dampf und nimmt aus der Wärme, aus der Bewegung, produziert dann Strom mit einer sehr geringen Effizienz. 30% von dieser Wärme wird nur in Stromenergie umgewandelt, die restlichen gehen einfach in die Luft. Ja, das finde ich bei der Debatte um Atomkraft, dass man doch das jetzt wieder besser machen soll, Atomkraft, weil da ist ja CO2-neutral in Anführungszeichen, wenn man mal davon absieht, dass natürlich der Bau eines Atomkraftwerks unglaublich viel Beton braucht und gar nicht CO2-neutral ist. Aber selbst wenn man das mal außer Acht lässt und auch den Atommüll außer Acht lässt, wird einfach eine Menge Wärme produziert, egal mit welchem Verfahren, die dann wieder in die Luft geblasen wird und den Planeten aufheizt. Auch ohne CO2. Meiner Meinung nach wird viel zu viel darauf geachtet, was CO2 produziert wird. Das ist schon richtig, da muss man drauf achten. Aber einfach die Wärme in die Luft blasen und dann nur einen Teil in Strom umwandeln, halte ich für nicht so sinnvoll im Gegensatz zu Solar. Hier wird die Sonneneinstrahlung direkt genutzt, um Strom zu erzeugen. Und dann muss man euch sagen, klar, natürlich, Solarpanels verbrauchen auch Energie und brauchen Energie, um hergestellt zu werden. Und es geht auch nicht ganz CO2-neutral. Aber es wird in der Zukunft Verfahren geben. Da sind ja schon viele, viele Möglichkeiten da, um auch die Solarpanels wiederum CO2- und energiearm herzustellen. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, da ist viel auf dem Weg. Und man muss dazu sagen, in vielen Regionen gibt es viel Sonne, kann man es wunderbar nutzen, solange die Sonne natürlich scheint. Und das ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Wir brauchen Solarenergie, wir brauchen noch viel mehr Solarenergie. Was den Nachhaltigkeitsaspekt angeht, finde ich, Solarunternehmen sind die grünsten, die wir haben können. Und deswegen wähle ich die gerne ins Portfolio. Es gibt aber noch einen ganz anderen Grund, warum Wachstum. Schauen wir uns mal an, wie der Ausblick ist. World Energy Outlook von 2022. Hier ist die Wachstumsraten, wie sich die verschiedenen Energieerzeugungsdinge entwickeln werden. Und da sehen wir, dass die Solarenergie 2020 wirklich eine minimale Rolle gespielt hat und dass hier der Ausbau aber im Laufen ist. Das ist ein extrem wachstumsstarker Markt. Wenn wir das mal hochrechnen, heißt es, es wird erwartet, dass sich in den nächsten 15 Jahren die Anzahl der Solarpanels und der Solarenergie verhundertfachen. Also wir haben hier einen extremen Wachstumsmarkt. Ob das dann nachher verhundertfach oder verfünfzigfacht ist, das spielt ja gar keine Rolle. Aber wir haben hier einen extremen Wachstumsmarkt, der ausgebaut wird. Und da profitieren natürlich die Unternehmen und werden dann dementsprechend mitwachsen, auch im Kurs. Und deswegen möchte ich Solaraktien drin haben, auch wenn das ein oder andere Jahr mal schwierig ist, wie das jetzt 2023 der Fall war und die Aktien schlechter laufen als andere. Ja, das wird es immer wieder geben, ganz klar. Aber auf der langen Bank, wenn wir nur an 5 oder 10 Jahre denken, bin ich mir ganz sicher, dass die Solaraktien wachsen werden und zwar stärker als der Markt.
Und wenn wir uns mal angucken, auch hier der World Energy Outlook von 2023, da wird mal zusammengefasst, also die Internationale Energieagentur wertet es aus, also das sind fundierte Zahlen, die ich Ihnen hier präsentiere. 2023 hat allein USA 2,8 Billionen US-Dollar investiert in Solarenergie. Also das sind Zahlen und das wird weiter steigen. Und deswegen bin ich der Überzeugung, in jedes Depot gehören Solaraktien. Und deswegen habe ich auch im vierten Asset-Oszillator, ich glaube, 5 Stück, die mit Solar zu tun haben. Nicht nur Solarpanels, sondern auch Wechselrichter und alles, was rund um Solarenergie zu tun hat. Sogar Solarparks habe ich im vierten Asset-Oszillator investiert. Genau, das ist meine Meinung, dass Solarenergie eigentlich in jedes Depot gehört.